So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, was es ja gar nicht ist, aber irgendwie auch doch. Weil wir sind jetzt hier irgendwo, habe ich schon mal erzählt in dem Vlog-Video, aber das ist jetzt hier der Test von dem Suchti. Hannes ist am Start, Iswo ist am Start. Hier hat Gurkensohn immer seine Videos gedreht. Guck, kennt ihr das, wenn er dann immer so dasteht und sagt, ich bin der Challenge-Boss. So, und deswegen gehen wir jetzt hier. Haben wir nämlich den Suchti. Von, ich weiß nicht mal mehr den Namen, von wem das ist. Ich habe das letztens nur gesehen, dass einfach jeder jetzt seinen eigenen Eistee rausbringt und habe gedacht, okay, wir testen den mal, den Suchti. Wie findet ihr die Verpackung? Schreibt es mal in die Kommentare. Der hat sich da übelst aufgeregt in seinem Stream, als er mit dem Marke Bauer Schärfetest gemacht hat, weil viele Leute gesagt haben, das ist denen zu kitschig oder zu kindisch. Ist er komplett ausgerastet, aber ich muss sagen, mir ist das auch eigentlich zu kitschig und zu kindisch. Also mich spricht das Design gar nicht an, muss ich leider sagen. Da finde ich 4Bro auf jeden Fall 1000-mal besser. Wir fangen jetzt mal an hier mit Suchttee, Zitrone. Guck mal, hier vegan, das sieht doch aus wie normaler Tee, ne? Nicht das. Ja, Gesichter, Vermarktung, das soll einen ansprechen, aber nee, ich finde das hässlich. Dieses, guck mal wie niedlich, kommt bei mir einfach nicht an. Ich gebe jetzt dem Iswo mal die Zitrone. Der Iswo darf jetzt erst trinken und damit man nicht alle Coronis bekommt, muss er natürlich jetzt so trinken, dass er nicht seinen Rüssel an die Flasche hält. Iswo, Iswo. Ja. So, fertig. Zum Kotzen, wie ich mir gedacht habe. Schmeckt's nach Zitrone? Nee, abgestanden. Abgestanden? Oh. Du hast auch Zitronen mitgebracht zum Hannes. Die musst du dann in den Kühlschrank packen. So, such die. Hannes, das müssen wir aber noch mal üben. Oder? Ja, leider. Aber wenn es schmeckt, dann macht man sich doch gerne die Pfoten dreckig, oder? Wie schmeckt's? Ja. Sehr abgestanden, ja. Irgendwie, als wenn es 5 Tage offen wäre. Die reden immer alles schlecht, das muss gar nicht sein. Nein, ja, jetzt senden wir doch mal. Wie du? Guck dir mal ein Gesicht an. Der Zitronengeschmack. Du drehst du falsch rum. Guckst du überhaupt, was du machst? Ja, jetzt, ich filme dich. Yeah, wir sind voll One-Take alles, alles One-Take. Ja, hau rein. Ja, guck. Ich weiß nicht, was ihr mit abgestanden habt. Ich finde, der schmeckt eigentlich. Ist der beste Zitronentee, den ich je getrunken habe. Aber weil ich keinen Zitronentee mag, werde ich wahrscheinlich keinen Zitronentee mehr kaufen. Nein, aber viele Zitronentees, die ihr kauft, gerade von den ganzen Leuten mit Marke und so, die sind halt übelst süß, übelst künstlich und schmeckt einfach wie der normale Krümeltee, den man einfach immer so kauft. Der schmeckt nicht nach Krümeltee. Der schmeckt irgendwie. Ich finde frischer, gesünder, aber mir gefällt trotzdem das Design nicht, mir ist es zu teuer, ich bin kein Zitronentee-Trinker, also kommt der fort. Da kann ich jetzt gleich das zweite nehmen hier, das Pfirsich. Mit Pfirsich macht man eigentlich nie was falsch. Machen wir das mal auf. Der Iswo darf wieder zuerst. Der Iswo, wie hältst denn du das Ding fest? Du hast nie einen Stab in der Hand gehabt, ne? Komm, ich mach's doch extra nach der Reihenfolge, wie es schmeckt. Zitrone ist doch sowieso immer Mist. So, und besser, oder? Das schmeckt nach. Nach abgestandener Pfirsich. Ja. Am Anfang schmeckt's nach gar nichts und am Ende schmeckt's nach irgendwas. Beim Hannes, da kommt der ganze Wind dazu. Und die ganze, da kommt er ja gar nichts dazu, oder hier, ne? Wenn der Wind einfach alles rumgeflogen. Nee, aber Pfirsich mag ich lieber als Zitrone. Hör das, Pfirsich, besser als Zitrone. Also, soll ich dir wieder geben? Aber nimm doch mal hier an dem dicken Teil. Los, ich film dich. Der friert nämlich, der will einfach heim. Hier, Pfirsich, muss besser sein. Ich muss sagen, da fehlt mir jetzt wieder die Süße ein bisschen. Nice, sonst wenn du Pfirsichtee einfach trinkst, der ist immer so richtig bam, geschmackvoll, richtig krass. Ich finde, der ist normaler Pfirsich, schmeckt mehr nach Pfirsich als das. Da würde ich jetzt sagen, der schmeckt nicht wie Krümeltee, er schmeckt wieder gesünder, aber mir fehlt da trotzdem ein bisschen der richtige Pfirsichgeschmack. Also wir wissen schon mal, der Iswo möchte den Zitrone dann und der Hannes trinkt den Pfirsich. Da kriegt nämlich jeder eine Packung. Jetzt haben wir Suchti Watermelon, ne? Also mit
Wasser drin. Das ist deine Sorte. Du willst ja, ich glaube, das schmeckt dann wahrscheinlich auch. Ja, das ist aber wahrscheinlich das Künstlichste von allen, weil Wassermelone ja eigentlich nach nichts schmeckt. Und deswegen, ja, wenn sie da Wassermelone künstlich herstellen, Achtung, dann ist das bestimmt. Und? Es wird immer schlimmer. Es wird schlimmer. Ich hab einfach gesagt, ich hab's geordnet. Jetzt der Hannes, da kommt gleich wieder der Wind. Genau. Hey Hannes, das war dein Bester heute. Das ist richtig nice. Hier perlt zwar trotzdem alles runter, ja, aber das ist noch von vorhin, glaube ich. Und? Besser? Na, das ist nie wieder zu süß, ich sag's dir. Das ist halt einfach dieses künstliche Melonengeschmack. Künstliche Melonengeschmack. Hier ist wo. Du hättest immer so... Ich sehe euch und es sieht immer gut aus. Und ich sehe so und es sieht so verloren aus, so irgendwie alles. Aber egal, Wassermelone. Checken wir mal ab. Es ist keine Wassermelone, das schmeckt wie Honigmelone. Das schmeckt original wie der 4-Bro Honigmelonentee. Honigmelone finde ich richtig genial, das ist meine Lieblingssorte von 4-Bro, dieser Honigmelone. Das habe ich schon 10-mal gesagt, Honigmelone. Aber Wassermelone, nix, egal, Capital Bra, geh weg hier, sonst was. Honigmelone, den finde ich gut, ich glaube, das ist mein Liebling. So. Ist wohl immer noch Zitrone am Start. Und jetzt Bubblegum für die ganz Süßen. Ne? Guck mal die Details, dass auch die Pfeife hat und da die Bubbles rauskommen. Warum guckst du so, als hätte dich jemand... Dieses süße Zeug, ja. Ja, das ist... Das sagst du zu einem, der gar nichts Süßes ist. Das ist vegan, das ist nicht süß. Hier, nicht immer nur Alkohol saufen. Ne? Alkohol ist wenigstens nicht süß und da kann man auch Salz reinmachen. Du kannst überall Salz reinmachen. Und? Beste? Wird immer schlimmer. Da ist das andere davor noch süßer. Ja, also, dann freu dich doch, da ist es doch gar nicht so süß. Dann habe ich das Süßeste bis jetzt. Oh, ja, ja. Hannes, sein Gesicht sieht aus wie die Packung, ist genauso rosa gerade. Es leuchtet in die Pfeife. Es leuchtet richtig. Denk dran, schlucken, ne? Sonst. Hast du ja gar nichts da drin. Das ist das Beste, gut, finde ich gut. Nee, das ist nichts oder was? Das müsste doch die interessanteste Sorte sein, weil Pfirsich und Zitrone gibt es doch überall von allem. Aber Bubble müsste das Beste sein. Ist nicht so meins, ne? Nicht meins. Das hat zwar richtig Bubble-Geschmack, aber. Komm, das schmeckt wie deine 4-Bro Kaugummi, also deine 4-Bro Broji Balls, ja, mit Bubblegum. Wo auch alle gesagt haben, was ist so eklig und so, aber hat so einen leichten Geschmack. Aber ist nicht zu süß. Hat der Ismo recht? Ismo ist nämlich Profi. Der Ismo hat gesagt, dass das davor, das war das Süßeste irgendwie. Original Honigmelone, ich sag's euch. Also den und den. Die finde ich sogar beide gut, die würde ich sogar trinken. Ismo, willst du den oder den? Hannes, was würde für euch? Weil jeder darf dann einen behalten und darf den auf dem Weg heute trinken. Ach, das machen wir wahrscheinlich ohne Video, weil ihr nehmt ihn sonst und werft die da drüben in den Mülleimer rein und sagt, oh, ich bin schon fertig. Hier, filmen wir mal die Reihe da drüben, da nehme ich mir, glaube ich, lieber eins. Dann. Ja, der Ismo nimmt sich einen Spaten und gräbt ein Loch, gut. Das war also jetzt unser Test, unser Suchti-Test mitten am Arsch der Welt. Wir sind hier wirklich. Guck doch mal, wir sind hier, ich weiß nicht mal, wo wir sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und kurze Hose am Start, Bruder, das ist auch wichtig. Warte mal. Habt ihr den schon mal probiert? Wie findet ihr das Design? Ja, Suchti, wie findet ihr den Namen? Wie findet ihr die Sorten? Ich finde es halt schade, dass wirklich jeder einfach nur Pfirsich und Zitrone rausbringen, das ist so ausgelutscht, das braucht kein Mensch mehr. Mach doch mal originelle Sorten so, Dönerfleisch oder so, als Eistee-Geschmack. So wie sie damals immer gesagt haben, diese Döner-Cola, die es angeblich geben soll. Und alle dachten, die schmeckt nach Döner. Und dann waren sie traurig, weil es einfach gar nicht nach Döner geschmeckt hat. So, das war es jetzt von meiner Seite aus, vom Ismo seiner Seite aus, vom Hannes seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss die Haare beim nächsten Mal aufmachen, hier fliegt's rum. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Genau.